Hey ho, meine Lieben, wir machen jetzt noch ein kleines Interview-Video mit dem Sebastian. Du darfst dein Eis ruhig weiter essen. Mein Eis darf ich doch noch fertig essen. Ja, also, der hat nämlich gerade noch ein leckeres Amarena-Eis bekommen. Wirklich lecker. Auf dem Ice Cream Wars-Kanal von mir zu sehen. Wollen wir ihn erst noch essen lassen? Wie schmeckt's denn? Super. Amarena-Eis. Ja. Gut, dann, was hat dich bewogen, zu mir, zu uns hierher zu kommen? Die Leidenschaft am Grillen. Okay. Und die Authentizität von deinen Videos. Oh, danke schön. Wie lange schaust du schon meinen Kanal? 3 Jahre ungefähr. 3 Jahre, okay. Und aktiv seit dem Bau der Grillkutter. Okay. Hast du vor, selber vielleicht mal was auf YouTube zu machen? Könnte passieren jetzt. Ich würde mich freuen. Oh, ich habe mir gestern Abend noch so viele Fragen ausgedacht und das meiste weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Dein Glück. Was ganz was Wichtiges, weil ja immer wieder Kommentare kommen, ich wäre so arrogant, wenn Besuch da ist oder sonstiges. Das stimmt nicht. Stimmt nicht? Nein. Komplett so wie du in den Videos bist, so gibst du dich auch hier. Sehr schön. Und vor allem familiär aufgenommen fühlt man sich hier, wenn man vorbeikommt. Also das habe ich bisher ganz selten erlebt. Okay. Auch vom Schatzi her. Und alle ganz, ganz nett. Also es fehlt einem einfach die Worte. Also ganz groß. Wirst Dankeschön. Du wiederkommen? Auf jeden Fall. Gut. Und dann werde ich auch schauen, dass ich was grill. Das würde mich freuen. Dann gucke ich mal zu. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du hierher gekommen oder hierher kommen konntest? Ja, wie ja schon im Video angekündigt, meine Frau hat den Kontakt hergestellt. Und du hattest dann gesagt, ja, schauen wir mal. Ja, sie wollte einen Grillkurs buchen. Ja, und Grillkurse kosten Geld und wenn mich ein Fan besuchen will, das war jetzt das erste Mal, dass ich a Blind Date zugelassen habe sozusagen, da muss ich die Leute nicht nur abzocken. Also das ist meine Philosophie. Und aber ich musste dann beim ersten Mal in dem Sinne auch nicht komplett, wie sagt man, durchfüttern, unterhalten. Genau. Ja. Darum habe ich gesagt, bringt ein schönes Grillpaket mit, kommt vorbei, das können wir dann zusammen machen. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es war richtig, richtig geil. Ja, wie weit hattet ihr die Anreise? 350 Kilometer. Ja. 4 Stunden Autofahrt, aber das hat sich gelohnt. Das ist natürlich auch ein Stück. Ja. Ja. Man muss bloß nett genug und ordentlich anfragen. Und am besten noch sein Facebook-Profil dazu mit angeben, dass man sich ein bisschen über die Person informieren kann. Ja, ich habe einen auf Stalker gemacht. Und dann könnte das auch klappen, dass man ja sagt. Also ich finde auf alle Fälle, es hat sich gelohnt. Würde mich auf einen Besuch wieder freuen. Vielleicht schaffen wir es ja einmal dann, dass auch noch andere da sind. Wäre schön. Dass wir vielleicht einmal Ringelpiz mit anfassen. Genau. Also Gruppengrillen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass der Sebastian dann da dabei ist. Also rein theoretisch spätestens im Februar nächstes Jahr. Ja. Ja. Schauen wir mal. Okay. Dann haben wir das. Willst du noch irgendwas erzählen? Ich wüsste jetzt nicht was, ich bin einfach noch zugeflasht von dem tollen Wochenende. Schau hier in die Linse rein. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken bei meiner Frau, die das überhaupt erst möglich gemacht hat, hierher zu kommen. Danke dafür. Danke. Tät man ihr jetzt die Ohren abschneiden, dann tät sie grinsen wie am Mond. Ja. Ja. Vielen Dank dafür auch, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss mit dem kleinen Interview-Video. Vielleicht war es ja für den einen oder anderen, auch Hater, interessant. Ja,
das musste ich jetzt einfach dazu sagen, weil einfach immer so viele blöde Kommentare kommen, die löscht man dann halt einfach. Oder auch nicht. Je nachdem, wie extrem sie sind. Da bin ich mittlerweile rigoros. Du hast eins gelesen, was es nicht einmal in die Top 10 geschafft hat. Ja, also was von Haus aus von YouTube beiseite geschafft worden ist. Was hältst du von solchen Kommentaren? Gar nichts. Also das ist, was das Internet so anonymisiert, das macht die Leute einfach nur, ja, keine Ahnung. Kann man nichts zu sagen. Ja. Fehlen einem die Worte bei sowas. Aber mit sowas wirst du dich halt auch rumschlagen müssen, solltest du selber einen Kanal machen. Ja. Aber in dem Falle, hasta la vista, weg damit. Genau. Und wer es noch nicht gemacht hat, Kanal abonnieren, Glocke drücken und Daumen nach oben. Alles klar, Dankeschön. Gut, Freunde, das war's mit dem kurzen Interviewvideo. Und wie gesagt, hast du noch was von deinem Eis? Ja, klar. Ja, dann zeig's doch nochmal. Ein kleiner Rest vom Amarina-Ball. Vom Amarina-Eis. Und sehr lecker. Ja, wie gesagt, das gibt's auf den anderen Kanal. Und die Grillsoßen, das habe ich im letzten Video vergessen zu sagen, könnt ihr auf, ich glaube, www.bigtack.de kaufen. Und meine Grill-Junkie-Tassen bekommt ihr mittlerweile auch bei ihm. Ja, das haben wir so gedeichselt. Gut, weil wenn er da was bestellt, was Leckeres, könnt ihr gleich eine Tasse mitbestellen. So einfach ist das. Ja, okay, das war's dann. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Macht's gut, ciao.